Ist. So, sind wir schon mal live, würde ich mal sagen. Ist das schon mal erledigt? Schon mal neues starten hier, weil mein scheiß Headset ausgefallen ist. Ist ja wohl irgendwo. Was ist denn das? Ein Eis oder was? Was gerade so gesprüht hat. Na, Wasser habe ich gerade gekriegt. Das sah aus. Ein Weißt du, bisschen gut gehört. kennst du die Dinger, wenn so ein Vanilleeis so aus so einem Spender rauskommt, so, pff, weißt du, Ja, aber es hat jetzt echt ähnlich angehört. genau, ja. Ich habe letztens mal Chinesen, der hat auch so ein Ding, ey, das Astrein. Da kannst du unten, wie früher, Softeismaschine. Softeis, genau, da kannst du schön, pff, dass das so oben rüber läuft, ja, das ist lecker. Wie hat mein Schwager gesagt, die essen ja Muscheln, weiß der Geier so ein Zeug, ne? Das habe ich hier gar nicht so gesehen. Und ich esse es mir mal so, also ich esse am liebsten die Erdbeer, nicht Erdbeer, die Erdnuss Soße da, ne? Die schmeckt echt super. Ja. Sagt er, also er fährt extra zum Chinesen für das Vanilleeis und für die Erdbeersoße. Ja, und andere fahren ja dahin wegen Fisch und was weiß ich, Ente und Peking-Ente und was weiß ich was. Aber ich esse ja kein Hühnchen und nichts, ne? Okay. Er sagt immer, das ist echt geil. Er fährt hin für Erdnussbutter und Erdnusscreme und Vanilleeis. Hat Lena gerade da? Bitte? Lena war gerade hier. Lena? Nee, echt? Gibt's die Steht noch? hier. Guck mal, die TS unten. Ah ja. Ja, Aber wie sollst du die wieder ab? keine Ahnung. Ja, die hat sowieso kein 22 mehr, glaube ich. Weiß nicht, wo die hat. Nee, ich glaube, der 19 hat ja schon Probleme gemacht mit ihrem PC. Also der 22 funktioniert bestimmt nicht bei ihr. Weiß nicht. So. Open Sound. So. Ja. Ich bin da. Hallo? Ja, ich probiere gerade was Hallo aus. erstmal. Hallo erstmal in die Runde. Jetzt geht es nicht mehr aus. Schön, dass ihr alle nicht da seid. Dann habe ich was Falsches. Hast verkehrt. Jetzt geht es nicht mehr aus, ne? Du brauchst eine Doppeltaste. Du musst das Doppeltasten. Also an und aus. Auf dieselbe Taste. Ich musste erst mal gucken, wo ich da. Ich hatte da noch. Der Funk fehlt mir eigentlich nur noch. Jetzt ist aus. So, da kam Profil. Ich glaube, der hat gepresst letztes Mal, ne? Aber kam war letztes Mal nicht dabei, gell? Ich war nicht dabei, ja. Dann könntest du theoretisch ja auf der 29 weiter pressen. Was? Könnte heute nicht. Was stimmt denn nicht? Er kann heute nicht. Ja, ich weiß. Achso, weil du sagst, beim letzten Mal war er nicht, hat er gepresst. Ja, letztes Mal hat er gepresst und dafür sage ich, er kann kaum mir heute bei ihm machen. Wieso geht das denn nicht hier? Da dauert es noch. Also wieso kann ich den jetzt nicht? Gibt's doch gar nicht. Mein Headset leuchtet aber hin und her, aber es hat nicht gefunden hier. Oh, was ist ein Dreck. Komm ich schon wieder raus, ey, Mann. Leute, heute ist ein Problem hier. Ich schalte das Ding einfach aus und dann machen wir es wie früher. Hallo, hier ist Erika Berger. Kennt er das noch früher bei RTL Kandi? Ne, kennt ihr die noch? Wolf ist das, oder? Was? Ja, gehört doch von Cobra 11, oder?
Nee, hier, die hat sich was für Sexualberatung gemacht. Das war ganz früher, kam die RTL. Keine Ahnung. Die saß auf so einem roten Couch oder roten Sessel, ich weiß gar nicht mehr. Und dann konntest du hin anrufen, wenn du Probleme hast und aufgeklärt wollen werden. Die ging immer dran: Hallo, hier ist Erika Berger. Das war immer geil. Nee. Da war immer ein Stuss dabei, das war echt der Wahnsinn. Hier, siehst du, Joran kennt es auch noch. Genau. Die hat sich auch mal so angehört. Hallo, hier ist Erika Berger. Du kennst das auch noch, ne? Muss ich mir mal angucken irgendwo. Alter, jetzt sag nicht, das ist jetzt nicht peinlich, du kannst doch ruhig Bin wieder zugeben. da. Was? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ob ich die kenne. Natürlich, das war früher das. Ja, das Einzige, was im Fernsehen in der Richtung überhaupt gab. Aber da gab es ja noch Sendeschluss. Ich weiß nicht, ob das in vorherer Zeit war. Die Erika Berger. So, wo war ich denn? Ach, schon am Säen, Du warst genau. am Säen, genau, und kam könnte. Pressen und ich fahre weiter meiner Walze hier durch die Gegend. Naja, du warst am Walzen, genau. Genau, ich habe schon einiges zu walzen hier. Alter Falter. Alter Falter, ja. Dann gebe ich euch die Sämaschine zurück, ja, wenn ich fertig bin. Ja, wir haben ja Denn. zwei. Unser steht auf dem Hof, ne? Ja, die brauchen wir ja dann nicht mehr. Ne, die Linie brauchst du dann nicht mehr. Aber mach vorher Saatgut leer, ne? Ja, ich tue alles mit R, gell, aber doch. Oh, hier ist doch bestimmt wieder die Mist hier mit dem. So. Ich schon sagen, das ging doch sonst besser. Wir haben es festgestellt, kam, wir müssen nach dem Ansehen walzen. Vorher macht das keinen Sinn. Sein Vater auch bei den Bauern-Demos dabei. Hat er wohl doch einmal, war der jetzt am Montag, glaube ich, hatten die eine. Ja. Also so eine Kundgebung. Ja, perfekt. Ich bin gespannt, was morgen in Berlin abgeht. Da sind ja mittlerweile Polen, Österreicher, Ungarn, Rumänen. Ja, aber ob das was bringt, das ist ja so Sache, die bezweifle ich Ja, heute. mit dem Neuwahlen, das glaube ich auch nicht, dass das groß was bringt, weil. Der keiner mit der AfD zusammengehen will, macht das keinen Sinn, weil da kommt dasselbe in Grün, außer dass die SPD weg ist und die CDU wieder dabei. Und das ist ja auch der Söder hat sich hingestellt, als wenn das eine Sauerei wäre mit den Bauern. Die haben es damals selber mit beschlossen. Ne? Also, das ist nur Augenwischerei, was der darum erzählt. Die ganzen Sachen, die jetzt passieren, sind ja nicht von heute auf Nein, morgen. nein. Die ganzen Wege dazu, genau, der hat die Merkel schon eingefädelt. Das, was die Grünen jetzt noch verbockt haben, das ist hier mit ihrem ganzen Energieschrott. Das ist. Aber das andere hat die CDU schon alles verbockt. Also die brauchen wir nicht zu wählen, das ist eben Schrott. Aber ich bin mal Aber gespannt. vielleicht bringt es mir was zum Umdenken. Bitte? Vielleicht bringt das was zum Ja, Umdenken. ich hoffe mal, die sagen ja, sie werden nicht erpressbar. Theoretisch sage ich mal, die können jetzt so nicht einfach sagen, gut, wir machen das weg, weil da kommen die Nächsten. Die fordern dann auch was anderes. Aber so kommen sie auch nicht mehr raus aus der Nummer. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bauern sich auf irgendwas einlassen. Da jetzt auch noch die ganzen. Dankeschön. Da jetzt auch noch die ganzen Speditionen und so dabei sind, das kriegen die nicht mehr geregelt. Und wenn die Nee, wirklich irgendwas hingehen, müssen sie einlenken. genau, Das wenn die wirklich hingehen, die ist Spediteure, wie verwirrt. ich das mal gesagt habe, wenn die Zentrallager stilllegen und das eine ganze Woche, das kriegen die im ganzen Jahr nicht mehr ausgeglichen. Es hieß damals, wenn die einen Tag. Die Zentrallager blockieren. Das dauert Monate, für das wieder hinzukriegen. Was ist die Hauptzentrallager, wenn nichts mehr rausgeht? Nicht jetzt die kleinen Aldi-Lager, so ein Kram, sondern die großen Zentrallager. Das sind ja nur
Ich glaube 12 oder 15 Stück, ich weiß nicht genau. Wo die ganzen, Rewe hat ja so ein Riesenlager, Netto, die ganzen haben ja ein Riesenzentrallager. Und wenn die dicht gemacht werden, da kriegt ja von da nichts mehr raus. Und bis das dann wieder aufgefüllt wird, das dauert ewig. Also dann wird es wirklich, da brauchen sie nicht zu schreien nach Klopapier, dann gehen sie es um die Ravioli-Dosen schlagen. Ja. Das kriegen wir nämlich innerhalb von ein paar Wochen nicht mehr hin. Das ist halt ein Problem heutzutage. Ja. Ja, eigentlich dürfen die Spediteure aus genau aus dem Grund nicht streiken. Aber ich habe schon gehört, dass die Bauern gesagt haben, wenn wir zumachen, die Spediteure dürfen nur langsam fahren. Die haben mal so eine Sternfahrt gemacht über die Autobahn. Das dürfen die. Aber wenn wir die Zentrallager Einfahrten zumachen und die Spediteure stehen drin, dann können die ja gar nicht fahren. Ne? Dann haben die ja nicht sehr nicht gestreikt, sondern die können ja nicht anders. Die können ja nicht fahren, wenn nichts zu fahren ist. Da bin ich mal gespannt. Ja, mal gucken, was passiert. Aber mittlerweile soll ja sogar... Am Freitag war schon so, wie ich gelesen habe, dass schon einige Österreicher nach Lindau gefahren sind. Ja, ja. Es sind auch Rumänen unterwegs. Das habe ich gesehen. Polen waren sogar mit LKWs. Selbst türkische Spediteure, da sind wir zig LKWs in Berlin gewesen. Aber nicht hier die türkisch ansässige deutsche Spediteure, sondern das waren türkische Kennzeichen. Das waren so hellblaue, vielleicht hast du das gesehen irgendwo, hellblaue LKWs, Zugmaschinen, meistens Actros. Actros und DAF waren dabei, die hatten alle türkische Nummer. Also das ist schon ein Ritt von der Türkei bis hierhin. Genau wie sie sagten, von Russland kämen auch die Bauern, das glaube ich zwar nicht, weil das ist, ich denke mal, die kommen gar nicht mehr in die EU rein, würde ich mal vorstellen, aber die LKWs kommen rein. Die Bauern können sie vielleicht noch an der Grenze abhalten, aber die LKWs sind ja jetzt auch am Fahren jetzt hier. So nicht mehr so viel wie vorher, aber die sind immer noch da, ne? Ist halt ein Problem für die Regierung zurzeit. Ja. Ja, das wird immer doller. Wenn es keine großen Schaden macht, aber es ist für die schon... Wir müssen ja gucken, wo sie bleiben, ja? Ja, das Problem ist auch, ich habe gehört letztens, was die sich noch einfallen lassen haben. Es gibt ja Länder, die wo extrem trocken ist. Ne? So in Afrika und was der Geier, wo der Klima extrem sich geändert hat. Da sollen wir jetzt, die Deutschen, auch noch hingehen und eine CO2-Ausgleichszahlung an die Länder, und das sollen zig Billionen Euro sein im Jahr, die wir als Deutsche auch noch, nur wir als Deutsche, als Wiedergutmachung für unsere CO2 bei mir so ein Industriestaat waren, so das nur noch ein, das ist so schon in grünen Büchern, dass da noch reinkommen. Also das, ja, mit den Chinesen und so, die auch genau das gleiche, ja, die machen, lassen sich dann nicht mehr da pressen, ne? Die denken, legt uns am Arsch und fertig. Ja. Und das ist nur für die Deutschen. Genau wie die Ukraine, dann heißt ja immer, Europa unterstützt die Ukraine. Wir bezahlen 50% der ganzen Hilfe, bezahlen wir. Warum bezahlen die anderen denn keine 50%? Oder wir nur 10%, das wäre ja auch, weißt du, das ja. Also das ist alles unglaublich. Perfekt. Aber ich habe letztens schon gesagt, wenn die sagen ja immer, es wäre kein Geld da, ne? Unsere jetzige Regierung. Da muss man eben Leute regieren lassen, die sagen, es ist genug Geld da. Da soll man die mal probieren lassen. Ne, wenn die jetzt nicht hin, der Kühner hat ja auch gesagt, es ist halt eben so, dass kein Geld da ist, und dann muss halt irgendwo Geld herkommen. Aber die kommen ja gar nicht auf die Idee, die Ausgaben mal zu begrenzen. Heute habe ich noch gelesen, der Scholz beantragt Luxushubschrauber für die komplette Regierung. 3 Stück, ja. Ja, für 200 Millionen Euro. Also, ja. Die Baerbock kauft für 8 Millionen Euro eine Villa in Brüssel für die Aufenthaltsgelegenheit für die Abgeordnete, wenn da Pause ist. Die haben aber schon 3 Häuser in Brüssel. Und da kauft sie noch für 8 Millionen eine Villa dabei mit Tennisplatz, mit Swimmingpool. Also als wenn aus vollen Händen, als wenn das gar kein nichts mehr, ne? Ja, und der Scholz wollte dann noch irgendwie Kanzleramt erweitern. Ja, das ist ja auch noch, ja, das steht ja auch noch auf der Agenda, das soll auch noch erweitert werden. Ja, was auch Schwachsinn ist. Der noch mehr Platz hat. Ja. Und die wollen ja auch den abraubt, und das ist ja schon ein Riesenhaufen. Da wollen sie auch noch aufstocken. Wir haben schon über 750 Abgeordnete. Eigentlich viel zu groß. Ja, waren. Amerika hat ein Viertel davon. Guck mal das Land Amerika an, dann guckst du mal Deutschland an, wie groß wir sind. Das ist total. Und der ist ja nicht nur die Abgeordneten. Da hat doch jeder seine Leute, die er beschäftigt, und da noch ein Sicherheitsrat und da noch. Das ist ein Apparat, das ist ja. Das kann ja keiner bezahlen. Das interessiert die überhaupt nicht. Wir müssen das bezahlen. Ja, und dann kommen sie uns, das ist kein Geld da. Ja. Also wenn ich so mit vollen Händen rausschmeiße, dann brauche ich nicht zu wundern. Das ist echt. Ich habe schon mal gehört, wie
Hälfte würde doch reichen. Ja, es waren ja vor ein paar Jahren 500 und da hieß es schon, das ist viel zu groß. Bei 500. Bundesrechnungshof hat, glaube ich, gesagt, sie sollten ihre Größe verringern. Genau, und die wollen dann auch noch erhöhen. Und das meiste ist ja nur, das sind ja alles so wie beim Habeck Familienclans. Die treffen sich dann in was weiß ich, zu Weihnachten, oh, ich habe keinen Job, oh, was. Ich mach dich das. Ich organisiere dir was. Ja, dann finden wir irgendeine Stelle und dann gehst du da hin. Weißt du, so, das ist ja nur doch Clincherei und Lügenkonstrukte für ihre eigene Verwandtschaft unterzukriegen, die noch nie in der freien Wirtschaft irgendwas geleistet haben. Also, das ist. Interessiert die. Ich meine, Österreich hat ja auch nicht so, oder Luxemburg oder Frankreich, die haben ja auch nicht so einen riesen Staatsapparat wie wir. Wir haben ja eine, als wenn wir eine Weltmacht wären. Das ist. Bitte? Was brauchen wir das? Ja. Gut, ich meine, Österreich ist auch überzogen, die haben auch mehr, wir brauchen. Aber wir sind nicht gerade so extrem wie in Deutschland. Das ist ja, das wird ja schlimmer. Ja, das Schlimme ist, die Deutschen meinen, die hätten viele. Bräuchten die unbedingt. Ja. Die brauchen die ja, für viele Nutznutzer aus der Verwandtschaft runterzukriegen. Ja, nur weil sie da alles Problem haben, trotzdem mit den Bauern, dass vielleicht von der Regierung und so weiter gar nicht so geachtet wird. Nein. Bauernstand. Nee, überhaupt nicht. In Österreich ist es ja auch nicht so viel und hast ja auch Theater mit Arma und Co. Ja. Ist nicht einfach, aber nicht so wie in Deutschland. Nee. In Deutschland sind auch noch so ein Betrieb wie dein Bruder, der kann doch existieren, ne? Sag ich mal, ne? Der braucht sich nicht die Gedanken zu machen, wie in Deutschland so ein kleiner Betrieb. Ja. Ich frage mal, dein Bruder ist ja auch nicht kein. Das Nebenerwerb. Das Nebenerwerb, ja. Das lohnt sich aber für den, was wir damit machen, ne? Wie kann ich denn. Ja, seine Frau ist hauptberuflich und er ist Nebenerwerb. Mit I. Ja, aber der kann sich noch. Das lohnt sich für den, was wir denn machen. Weißt du, wie viele Nebenerwerbsbetriebe hier schon. Die gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Die waren ja auch ein Haufen. Aber irgendwie so, er geht arbeiten und sie ist hauptsächlich zu Hause. Ja. Genau, sie das macht dann Viehzeug, genau. Ja. Bei meinem Alten war es früher genauso, wir hatten auch einen Nebenerwerbsbetrieb betrieben. Aber der hat schon und der gelohnt. Kann halt da super sich freinehmen und so von der Firma her. Und das genau, ja, für die Dings, ja, das war bei meinem Alten auch, das ging einfach. So. Ja. Aber das war im Prinzip, dass so ein Standbein, ich glaube, der hat mal erzählt, wenn wir keine Landwirtschaft gehabt hätten, mit denen, wir waren ja zurzeit 9 Personen daheim, allein mit seinem Gehalt wäre er gegangen und wäre auch nie auf die Idee gekommen, ein neues Haus zu bauen. Wenn er das alles noch hätte, würden auf sein Geld. Wir hatten ja damals die Milch abgeliefert, dafür hatten wir Brot umsonst, Butter umsonst, hast du von der Molkerei dann was als Ausgleich und noch Geld dazu gekriegt. Ne? Okay. Da kam die Molkereiauto und da konntest du das kaufen und dann wird das abgezogen mit deiner Milchrechnung und hast trotzdem noch was übrig, ne? Was du dann auf dein Konto bekamst. Zu der Zeit. Ne? Und heute kriegst du ja noch gar nichts mehr. Das ist ja ein Witz. Heute müssen die 30 Cent und haben eine gewisse Literzahl, die sind zu viel haben, kriegen sie noch weniger. Kriegen sie abgezogen nochmal, ja. Dürfen sie immer abliefern, glaube ich. Ja, wir haben damals. Ich weiß gar nicht, was sie kriegen, sie sind auch Milchbauer, das weiß ich jetzt leider nicht, aber es wird sogar noch die Inhaltsstoffe und so weiter dadurch gefiltert. Genau, bei uns werden auch Laborproben gezogen und wenn du zu fette Milch hast, das ist ja ein Witz, wenn die zu fett ist, dann bekamst du abgezogen, beziehungsweise heute ist es noch schlimmer. Und das ist ja das wo die am meisten ist bei denen nicht so, weil die ganzen Inhaltsstoffe und so weiter ist positiv. Ja, bei uns auch, ja, nur du kriegst das abgezogen. Weil das eher die Almwiese sind, ja. Ja, aber wir haben ja bei uns auch die Milch, ich war ja bei der Molkerei, das Wichtigste, was in der Milch drin war, was die am meisten brauchen für alles, ist Fett. Die Sahne, Joghurt, der ganze Kram, da ist ja viel mehr Fett drin wie in der normalen Milch. Da wurde ja die Milch, die 1,5 wird das Fett ja nur weggeholt. Und davon wird dann Sahne gemacht. Und das war nachher zum Schluss so, dass du bestraft wurdest, wenn die Milch zu fett war. Ja. Ne, wenn jetzt über 4,2% kam, dann wird das der Rest abgezogen, bloß bestraft wird. Und das ist ja das Wichtigste, was sie eigentlich brauchen auf der Molkerei. Wenn du nur Wasser in der Milch hast, damit fängt es ja nicht viel an. Ne? Also das ist so anormal. Also, ne. Wir haben damals aufgehört, wie die erste Kontingentierung kam. Da haben wir aufgehört. Der ist ja dann ein bisschen lang. Mein Bruder hat jetzt sogar, ich glaube, 3 oder 4 Jahre haben die umgestellt. Mhm. Weiß es jetzt gar nicht genau. Aber die haben schon 2-mal ein Goldabzeichen gekriegt von der Molkerei. Okay.
Macht der Bio oder was? Okay. Ganz normal. Und was für ein Abzeichen war das? Oder für was für war das Qualität gut? Für die Qualität der Milch. Ah, okay. In dem sie so eine gute Leistung und Milch abgeben haben. Ja. Eine gute Qualität und dann sie Deprimierung kriegt. Genau. Ja, das ist doch gut. Das gibt es ja bei uns gar nicht mehr sowas. Das ist echt ein Witz. Wir haben noch einen Striegel, oder? Ja. Weil Feld 13, das Grasfeld, müsste gestriegelt werden, weil da Unkraut drauf ist. Ja, den haben wir doch mit dem Seeding oben drauf. Wo ich jetzt gerade da bin, wo steht denn hier? Da müsst ihr irgendwo am Hof stehen mit dem Rapsding rum, da kannst du auch Raps mit sehen. Ja, ja. Die musst du nur auslassen und nur runterlassen, nicht anmachen und dann geht das. Ja, ich guck. Kein Problem. Hätte ich die ganzen Traktor hier vorne hingestellt. Ich hatte eben schon mal die Tiere gefüttert. Achso, ich müsste mich mal das Dings anmelden hier. Ich hatte eben schon mal die Tiere gefüttert, weil die Schweine habe ich auch Stroh reingemacht. Ach, Zeit ja, laufen. Ich habe gesehen, wir mit Schweine, ja. Ja, die hatte der Kapo letzte Mal geholt. Cool. Aber da war kein Stroh drin. Ja, die war jetzt ja zeitlang nicht da. Oktober ist noch lange hell, gell? Ja. Ja, ist schon. Oktober ist es noch lange hell. Ja, ist ja erst 8 Uhr. Ja, aber im Oktober ist es nicht um 8 Uhr noch hell. Aber als ohne GPS würde ich hier nicht mehr sehen, wo ich fahren würde. Ja, beim Walzen ist schwierig. Und da mit den Bäumen. Ja, es ist das. Und die, wenn man hier schon gesät hat, da sieht man die Spur so schlecht. Ja. Also das ohne GPS sehr schlecht machbar hier. Aber es geht schon. Wir können ja nachher mal spulen, wenn wir wollen. Ja, die Kühe müssten wir sonst eventuell noch austauschen. Achso, ja, die kann man austauschen. Beziehungsweise zum Schlachter hochfahren. Ja, das wurde auch schon lange gemacht, stimmt. Das Austauschen kannst du ja über das Menü machen, aber hinfahren müssen wir die schon selber, ne? Ja. Ich hoffe, dass mit Striegeln egal ist, wenn wir die vorspulen lassen, weil ich muss ja noch 3 Felder striegeln. Walz meint er. Walzen, ja. Ja gut, ob das heute um morgen gewalzt hat, ist mal, glaube ich. Ich hoffe mal, dass das egal ist. Ja. Ja. Na, wenn kein Monatswechsel ist, ist es egal. Genau. Das haben wir ja nicht doch. Sind ja. Nee. 3, 4 Tage, oder? 3. Ah, 3. Genau. Ja, wir haben erst 1. Oktober. Ja, das ist dann egal. Das geht auf jeden Fall nicht mehr. Aber ehrlich gesagt, ich kann ja morgen dann auch weiter pressen, weil da ist auch kein Wachstum drinnen. Nee. Dann fahre ich jetzt einmal mit den Tiere. Genau, fahr die mal weg. Und dann die anderen tauchst du einfach aus. Im Menü. Das ist noch ein Schlepper am Hof. Ja. Ja, der Steier hat der Kap hoch beigeschleppt. Was? Steht doch der John Deere steht doch auf dem anderen Hof. Der eine Steier, der auf dem anderen Hof stand, der hat der Kap hoch beigeschleppt. Cool. Ich am anderen Hof. Kleinen. Ja. Ja, schon gesehen. Gut. Aber wir können die ja trotzdem mehr benutzen. Die können wir auch theoretisch auch verkaufen, ne? Oder? Obwohl der auf dem anderen Boden. Der könnte bleiben. Ja, sag nur, der gehört trotzdem zu unserem Gezeugs, ne? Ja. Wenn wir nennen hier noch Geld, da brauchen wir nicht noch was verkaufen. Nö, im Moment eigentlich. Nicht. Nö. Und ich gebe mir auch nichts aus in dem Sinne. Was wollte der Capo letzte noch kaufen? Gute Frage. Bei uns mit 120.000 Euro, glaube ich. Oh, wenn ich striegel, geht der wachsen. Geht gar nicht. So. Ah, striegeln geht gar nicht. Ne? Ne, dann geht das ganze Zeug weg. Wie weg? Warte mal. Ja, weil es auch schon letzte Wachstumsstufe ist. Ah. Nick. Schau, wie viel wir hochfahren können zum Schlachter. Und der Kaper gemeint, man bräuchte nur einmal zu düngen. Wegen Precision Farming. Da braucht man kein zweimal mehr zu düngen. Ja. Was? Die Felder? Ja. Die sind ja so außer mit Mist. Also wir können einmal Mineraldünger und einmal Mist zum Beispiel. Ja, wenn wir später mehr Mist haben,
Weil dann passt er das eventuell noch an. Ich habe hier sieht unten. Sieht man eh, ob es noch was rausgeht oder nicht. Die 1 habe ich sowieso mit Dünger und also mit Gülle und mit Mist gefüllt. Letztes Mal. Ja, du könntest aber nur Mist und einmal Mineraldünger. Das muss immer einmal organisch und einmal normal sein. Sowas. Ah, okay. Früher mal. Ja, man nicht so viel Mist, ja. Nee, Moment. Wäre sowieso gut, wenn man es sammelt. Ja, ich dachte, ich habe ehrlich gesagt gedacht, beim Schwein ein bisschen Mist rein, damit die mal an die Gänge kommen, gell? Stroh. Oh. Stroh rein, damit das oben in die Gänge kommt, genau. Wird halt auch da abgelagert, wo die. Nee, musst du rausfahren. Ich denke, man muss auch misten. Mein Kühen muss die auch misten. Misten. Genau, hier uns auch noch gut ist. Sehr gut. Verstehst. Rum, dann können wir wieder mit GPS fahren. Waren oben schon Ballen fertig oder müssen die noch? War noch fertig. Hm? Muss noch gepresst werden, ein paar sind immer fertig. Soll ich denn hoch pressen fahren oder was? Ja, könntest. Wo ist die steht die Presse nicht da, ne, gell? So. Doch. Und dir. Den Ballenöffner hatten wir doch, gell? Den. Ja gut, aber wofür? Ja, für die Silage. Die Ballen. Bitte? Die tun wir verkaufen. Ja, die auch ja. Nicht. Die ja. Wir haben einen Ballenhäcksler. Wir brauchen keinen Öffner. Den Häcksler ist das genau, ja. Ich kann nicht mehr. Genau, Ballenhäcksler. Ja, auch für die Rundballen und so, ne? Hast du alles reinschmissen. Obwohl mit dem Stroh, der Schorn ist nämlich leer. Da müssen wir Stroh und so müssen wir wieder vom Ladewagen reinfahren, denke ich mal. Ne? So. Bei Ballen, ich glaube 64 oder 44 Ballen oder sowas haben wir noch, Rundball. Gehen wir auslagern. Ihr Grasfeld ist auch gut, wenn man das Blatt länger behalten. Ja, natürlich. Nochmal Gras davon kriegen. Was? Das Grasfeld hier oben, die 25. War damals eine gute Entscheidung, die da zu pachten, glaube ich. Ja. Ja, kommt gar nicht was runter, ne? Ja. Und das ist auch 26 gut. Meinst du, oder? Ja, schon der 26, ja. Wo du jetzt die Ballen machst, ne? Ja, ja, genau. Ja. Ich glaube, muss jetzt auch gedüngt werden, oder? Oder früher? Danach, ja. Kannst ja. Ja gut, kann man im Frühjahr auch machen. Ist ja nicht so schlimm. Ja, was erledigt ist, ist erledigt. Genau. Vergisst man nicht mehr. Noch vier Bahnen, da bin ich gefällig. Am Ballenwagen hatten wir auch, ja. Ja, ja. Selbst den. Wohin kommen die? Ich weiß nicht, wo wir die. Ich glaube, die können wir erstmal lagern, bis die fertig sind. Ja, ja, bis die isoliert sind. Genau. Tatsächlich. Irgendwo auf den. Bei den Kompostwürchen hinladen, irgendwo. Ja, oder da, wo sie verkauft werden, Erik. Oder das. Wenn es nur eine Stelle gibt, ja. Ich guck mal gerade. Was hat man Silage, gell? Ja. Gute Frage. Zurzeit Vieh- und Futtermittel handelt.
316. Mhm. Sonst gibt es keine Abladestelle oder keine Verkaufsstelle. Doch, Biogasanlage und Futtermischer bei uns. Ist der Futtermischer von uns? Ja, gar nicht. Oh, das müssen wir kaufen. Was denn? Fleisch oben mit der Gerberei. Ach, das ist doch hier oben, ja? Wie Fleisch mit Gerberei. Gerberei. So, nicht mal versuchen, mit dem Fleisch mal Geld zu generieren. Ja, müssen wir auch nur bei Metzger dann fahren, ja? Ja. Ja, ja, ich hab mal gedacht, dass wir das Leder auch kriegen, weißt du? Ja, ja. Aber was kostet denn die Produktion, die Gerberei? 528. 500? Ja, dann hat es das so schon erledigt. Vorerst. Vorerst, ja. Was hat sich das schon mal erledigt? Jetzt haben wir gesagt, au. Anlegen. Das ist ja da, ja, ja. Aber keine selber bauen. Nee. Ich glaub, weiß gar nicht, ob es eine Gerberei gibt, das Wort. Keine Ahnung. Ach, sparen. Ja. Haben wir so einen Kredit abzubezahlen? Nee, ne? Oder? Nee. Nee, wir sind auf null. Null nada, nixa. Gut ist. Und dann ist noch die 6 und 5 oder was noch machen muss. Nee, was ist das? Wie heißen die Felder? Gott, gucke. Was meinst du? Die ich noch, 7, 5. 3 muss noch gewalzt werden. Und die 7? Und die 6? Die 3 bin ich dran. 3 bist du dran. 7 und 6, ja. Das war's. Super. Also, sobald wir mit den Tieren soweit sind, können wir ja spulen, ne? Würde ich mal sagen, oder? Jupp. Zum Glück sind meine Lenkrad-Einstellungen, Alter. Letztens hatte ich das eingestellt und dann mache ich Spiel an. Alles weg. Aber gar nichts. Okay. Aber du kannst ja irgendwo, kannst du doch in dem Ordner die Datei speichern. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Input Bindings oder wie heißt die? Das sind die ganzen Einstellungen. Tastenbelegung. Du kannst ja, irgendwo speichern. Ja. Ich hab kein Lenkrad, tut mir leid. Ja, auch die anderen Tasten, wenn du jetzt irgendwas auf der Tastatur eingestellt hast, das bleibt dann alles bestehen. Mhm. Also, beziehungsweise du kannst die Datei dann rausziehen, kopierst die irgendwo hin und wenn das nochmal passiert, dann tust du einfach die wieder drauf spielen und dann ist gut. Dann hast du gleich die Einstellung wieder drauf. Aber ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Kann ja mal jemand in die Kommentare schreiben, wenn er weiß, wie das ist. Wie das heißt. Kommt. Da ist der Rainer froh. Richtig. Vielleicht weißt du auch hier mal bei YouTube dann nächste Woche. Da oder da wäre ein Chat. Bitte? Oder hier wäre ein Chat. Ja, oder hier wäre ein Chat. Oder. Bei Instagram. Oder kannst du auch schreiben bei TikTok oder was egal wo. Man nimmt nur seriöse Antworten. Mit der Reihe auch zurechtkommen. Genau. Und mittlerweile sind wir ja bei TikTok bei 6.500 Follower, glaube ich. Oh. Ja, da ging es schon ab. So, jetzt die 7. Da fahren wir am besten auf die andere Seite rüber hier. Mach du erstmal die
die 6, glaube ich. Ich bin doch hier direkt daneben. Sind wir daneben? Der 7. Bei mir. Ja, da fahr ich jetzt hin. Hier sieht man gut, hier ist nicht geflügt worden. Hier sieht die Fläche anders aus vom Sehen. Ne? Da hast du ja nur mit der Direktsaat. Ne? Das geht einwandfrei, da siehst du einen schönen Unterschied. Ja, habe ich nur gesät. Nur, gesät. Nur die Direktsaat drüber, genau. Ja. Da sieht man schönen Unterschied. Ups, das ist ein bisschen weit auf der Spur. So weit wollen wir nicht drüber fahren. Was ist denn da der Höchstpreis? Ja, nur. Noch 700 Euro. Warte mal. Was ist 700 Euro? 700 Euro ist der Unterschied beim Rindfleisch zum Höchstpreis. Das ist zu viel. Oh, das ist viel, ja. Haben wir schon ein bisschen. Das geht fein nicht. Mm-mm. Ich hatte letztens bei, wo war das denn? Instagram? Meine geschrieben, wo war das? Der war aus Franken und der hat auch so geschrieben. Alter, habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Da hast du fast nichts verstanden. Weil er da so geschrieben hat, wie der spricht, ne? Ich weiß nicht, wie alt der war, ob der kein Hochdeutsch konnte oder was, keine Ahnung. Aber ich habe gedacht, Maju, Maju. Das geht fein nicht und so Kram. Führt oder die Ecke kam der her. Und ich habe einen, angeblich ist er aus Australien, oder beziehungsweise war früher aus Deutschland, wohnt jetzt in Australien. Mhm. Und der guckt das auch ab und zu, live oder auch halt eben dann, wenn es passt. Das ist ja bei denen tagsüber dann, wenn wir live sind hier. Ja. Und der schreibt aber auch irgendwie mit Dialekt oder was. Also das ist, da verstehe ich auch noch als zweites Wort. Kann zusammenreiben, ne? Ja, ich weiß ja nicht, ob wie, inwieweit der jetzt seiner Sprache, oder, keine Ahnung, weiß ich, woran das liegt. Ist auf jeden Fall cool. Ja, sicher anders. Ja. Wo geht der, ne? Ursprünglich. Bei Brisbane. Brisbane oder Brisbane, wie das heißt. Ja, und hier ist Deutschland, oder hast du gesagt? Ja, ist Deutscher, also spricht auf jeden Fall Deutsch. Also ob die jetzt Österreicher von der Sprache oder von der Schreibweise, würde ich sagen, Schweiz oder Österreich. So. Oder halt eben Bayern, irgendwas in der Ecke. Süddeutschland. Ja, irgendwie. Er schreibt zwar ganz selten, ich weiß nicht, weil das ja alles, das kommt bei dem ja irgendwie nachts um 3 oder was kommen YouTube-Videos oder so, keine Ahnung. Da guckt er nicht alle Welt, aber wenn es passt, guckt er die halt, ne? Und am Zug schreibt er mal was. Aber meistens schreibt er auch privat. Wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass kein Mensch das lesen kann, was er da schreibt. Ja, ich habe ja, viel. Das ist halt ziemlich schwierig, wenn man fremdsprachig jetzt bist und davor Deutsch. Ich weiß zum Beispiel, dass viele mir so schreiben, die haben Schiss wegen dem
Rechtschreibreform. Einer sagt, da sind ja schon zwei oder drei, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Und dann schreibst du irgendwas, dann ist ja nicht mehr so, wie es korrekt sein soll. Und da sind dann recht die Hater, die dran schreiben, recht drunter, ja mal Deutsch oder so ein Kram, ne? Und da sind viele, die schreiben mir nicht mal unter die Videos, weil die das nicht wollen. Ja, trauen's nicht. Ja, dann da siehst du auch, was sie dann bei Facebook oder so, bei der Messenger schreiben, ne? Da siehst du ja was, dass da, selbst ich sag, das wird normal aber schon anders geschrieben. Und die sind halt eben noch älter und die kennen das halt eben nicht, ne? Und die schreiben es halt immer so, wie sie gewohnt waren. Ja, klar. Man richtig gelesen ist, jetzt kein Beinbruch. Aber dann viele, einer hat mir immer gesagt, ich sag, das ist doch kein Thema, kannst du bei, nee. Da, er hatte mal so Erfahrung, hat er irgendwo beim anderen YouTuber drunter geschrieben und da kamen 3-4 Nachrichten, ob er nicht deutschmächtig wäre und bla bla bla. Die Fresse halten und so und nicht schreiben, wenn man nicht Deutsch kann und so. Seitdem macht er gar nicht mehr. Und da sind viele, aber die meinen so. Sollten sich doch mal Vorgeschichte anhören. Ja, aber das sind, weißt du, wie das ist? Ja, ja. Da wird direkt gelesen und dann kommt direkt ein Hate drunter und er sagt, er hat. Also habe ich viele, die das so machen. Ach, wir müssen auch Zuckerrüben noch ernten, ja? Ach, das auch noch. Ich glaube im November. Ah, so. Ich weiß gar nicht, November und sind die reif? Ich weiß nicht. Die brauchen wir für die Schweine. Ja, hier fällt 5, haben wir auch Zuckerrüben. Ja. So, ich komme mal nach Hause und dann schnapp ich mir mal den Ballenwagen. Oder wollen wir dann spulen irgendwann? Wenn Carmen soweit fertig ist mit den Kühen, dann können wir spulen. Bin fertig. Dann spult von mir aus. Oder geschlafen oder sowas. Überall. Mal gleich. Ich muss jetzt nur noch was schauen. Der Thomas, der, ich habe jetzt einen Thomas, der schreibt immer unter die Videos, ne? Mhm. Der hat sich am Anfang auch schwer getan. Mittlerweile schreibt er unter jedes Video. Das ist einwandfrei. Und ich hatte ganz am Anfang auch jemand, der irgendwas, ich muss gucken, wie der heißt. Der hat auch unter jedes Video geschrieben. Und irgendwann war auch bei ein paar Videos, er sollte sich mal die Dings angucken. Die deutsche Rechtschreibreform. Und seitdem schreibt er gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob er noch guckt oder so, antwortet auch nichts mehr. Ob der meint, ich hätte die Kommentare drunter geschrieben oder so, keine Ahnung. Wie war es denn? Gut, aber wenn du ja was drunter schreibst, bist du ja mit Chaos Farming. Ja, eben. Ja gut, manche kennen das ganze System ja gar nicht, ne? Wenn die neu sind oder. Ja, und die denken dann, lesen was zurück und ach, die hat mir zurückgeschrieben und schreibt da so einen Quatsch, dann. Weißt du, schreibe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall eben schon immer geschrieben. Das war damals der erste Kommentar unter den ganzen Videos. Mhm. Der allererste. Ja. Wo steht denn unser Ballensammelwagen? Der steht neben dem neuen Hof. Der selbst. Aber wie viel Stroh passt denn da noch rein? Ach, da steht er, ja. Keine. Die Stroh. Was meinst du mit Schweinen? Ja. Keine Ahnung, wird einiges sein. Ich habe 3 Ballen reingeschmissen, glaube ich. Jetzt hast du schon wieder 2. Ja, das kann sein. Da war ja gar nichts auf dem Boden. Also war alles nusstrocken. Bauen die Schweine eigentlich auf unsere Zuckerrübe, zur Kartoffeln? Nee, das ist keine Futterproduktion, glaube ich. Ist da nicht irgendwie mit dem, dass die Rüben das ausgleichen oder so? Weiß nicht. Ich kenne die Futtermischanlage nicht. Ja, Rüben kann man auch noch reinschmeißen. Das ist ja wegen den Bodenfrüchten. Ich glaube, da gehört Rüben auch dazu. Wurzelfrüchte, ja. Hallo Zockerborusse, servus! Wie endlich mal wieder weg. Wir sind immer jeden Sonntag um dieselbe Zeit hier. Ich bin Rentner, ich habe nicht so viel Zeit für jeden Tag. Wir haben Stroh, die haben auch alles. Also jeden Sonntag um 20 Uhr sind wir normalerweise hier. Pünktlich. Pünktlich. Ja, pünktlich nicht unbedingt, aber. Wir sind da. Ja. Um
wenn nicht, wäre es früh genug angekommen. Ja, heute waren wir auch alle, waren wir pünktlich, aber dass ich neu starten muss, alles, das war ja nicht vorhergesehen. Das war's jetzt. Wie geht's dir denn, Zockerbruzzi? Achso, machst du Sonntag Aufnahme, okay? Nee, das machen wir nochmal einmal die Woche Dienstag, also Mittwochs. Ach, angeln müssen wir auch nochmal. Ah, noch nicht. Ne, haben wir noch zu viel. Wir haben immer noch Fische beim Fleischer, oder was? Würdest du jetzt mit Schlaufen gehen? Soll ich vorspulen, oder was? Nein, ich mach's gleich. Ich mach noch schnell die Fische. Ah, die Fische? Die Fischerin vom Bodensee. Ja, mir geht's auch gut. Bei dem Wetter jetzt zwar nicht unbedingt so. Stimmen. Ja, nicht ganz, ne? Ist ja weit weg, ja. Doch. Aber Bodensee ist ja nicht weit weg von dir. Du warst ja schon mal mit dem Fahrrad beim Wörthersee, ne? Ah ne, das Wörthersee ist ja weit kein anderes. Bodensee könnte man mit dem Fahrrad fahren. Ja? Du bist noch ein paar Kilometer weiter. Bis zum Bodensee kannst du mit dem Fahrrad fahren? Ja. Von dir aus? Ja. Echt? Du musst dann durch die Schweiz, oder nicht? Nee. Also ihr könnt vom Bodensee entweder in die Schweizer Richtung fahren oder in die deutsche. Aha. Bist du so nah an der Grenze? Ja. Okay. Es ist wirklich schade, dass ich keinen LKW mehr fahre. Da war ich früher auch oft in der Gegend unten. Da gibt es ja den Flughafen von Basel. Der ist ja in Frankreich und in der Schweiz kommst du ja rein, ne? Da war ich früher oft. Basel ist aber weiter oben. Ja, ja. Ich sag nur, in der Schweiz war ich damals öfter. Und da sind wir ab und zu, bin ich dann von der Schweiz aus leer nach München gefahren auf Flugplatz, weißt du? Ah, ja. Und da kamst du ja im Prinzip über die Ecke vorbei da unten, ne? Da hätten wir dann können wir treffen. Also mir geht's gut soweit. Ne, jetzt will ich aber nicht. Ach, jetzt steht Kram vor mir. Mir geht's gut soweit, aber bei dem Wetter hier, wenn es so frostig ist, dann geht mir sogar noch besser. Aber wenn es so pitchen nass ist, die Kacke, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Jetzt ist der Stock duster, ihr Mann eine Stunde. Warte, ich mach ein bisschen vorwärts. Ich sehe mein Traktor ja noch nicht einmal. Ich habe nur so ein Kerzenlicht hier auf meinem Deutz. So, Mann. Arbeitsstellung. So. Bis 8 Uhr oder so. So. Was haben wir? Zwei ab. Zeit auf zwei, gell? Dann nehmen wir mal Ballen ein, ja. Erst mal gucken. Kann man an den Ballen sehen, ob die wir aber. Nee. Ja, doch, wenn du von dran gehst. 23% haben die. Hast du heute keine Aufnahme? Hm? Ich frage hier Mario. Oder Marco. Marco? Mario? Kennen wir den? Kennst du den? Zockerbrusse, ja. Normalerweise müsste er bekannt sein. Ich glaube, das eine Feld hier brauche ich nicht mehr zu fahren. Das ist schon zu weit gewachsen, glaube ich, oder? Kann ich das noch machen. Das 6er oder was? Ja, ist er schon, das ist fertig. Was ist das hier? Dieses 2. Das hat er erledigt, da brauche ich nichts jetzt machen. Dann ist nur noch hier oben das. Das Rübenfeld brauche ich auch nicht zu machen, dann brauche ich nur noch hier oben das. Welches meinst du denn? Was ist das denn die? 6. Welches ist so weit fortgeschritten? Die 7 meinte. Hier oben die. Ja, die 7 brauche ich nicht. Nee, die 2. Das hat sie erledigt. Welche 2? Weil die 2 war sowieso schon gewalt, glaube ich. Ja, auch. Das ist erledigt. Was war eine Demo dabei? Ich war letztens mit meinem Trecker, bei meinem Kumpel, der sollte ich so ein Big Pack wegholen. Ich habe ja so einen Stapler hinten auf dem Trecker. Und da bin ich dann gefahren. Ich habe ja eine andere Nummer, wie hier im Kreis üblich ist. Ich habe ja die aus meinem Altkreis genommen. Und da war ich die Tanke. Das war ja kalt wie ein Schwein, ne? Dick angemummelt alles. Da fahre ich auf die Tanke, ein bisschen beitanken, weil wegen Winterdiesel, da schmeiß ich mal ein bisschen Winterdiesel rein. Da sagt der Dix, geil, kommst du auch von der Tracker-Demo? Und die waren in Trier natürlich, 25 Kilometer bei der Kälte. Sag ich, nee, so weit fahre ich ohne Verdeck nicht mit dem Trecker. Und der hat gemeint, ich wäre mit dem Ding auf der Trecker-Demo gewesen. Mit einer hätte man mal. Ja, wird nicht gerade so kalt gewesen. Einer unterwegs in Deutschland. Ja, mit dem Comic. Hast du den gesehen mit dem Comic? Im Internet haben wir ein Video gesehen. Der stand. Auf der Seite stand ein Schild, die klauen uns das letzte Hemd. Da saß Oberkörper frei auf dem Comic. Also der war cool. Na, den haben wir nicht gesehen, aber einen anderen. Okay. Der ist mit Oberkörper frei.
einen anderen gesehen. Der hat sogar noch einen, der hat eine Fahne gehabt, aber immer mit der Kolonne mit dabei. Ja. Und dadurch ist er noch hinten dran gewesen. Hm. Und dann hat ihn die Polizei über die Autobahn eskortiert, dass er auf die Kolonne wieder aufschließen kann. Oh, cool. Wo ich gedacht habe, gut da. Perfekt. Ja, die haben mir auch gesagt, der in bei der Fähre da, dass der Habeck bedroht worden wäre und alles. Und selbst der NDR hat geschrieben, dass da keinerlei Bedrohung war. Es war auch kein Pfefferspray, gar nichts im Einsatz. Null. Das war Stucken und Erlogen. Und das Beste ist... Also die, was das glauben, was die Medien geschrieben haben, die sollten bitte vom Sievers Husum... Genau, richtig. Das Video anschauen, das erklärt alles. Ganz genau. Du siehst, die Fähre ist schon wegfahren, die Rampe ist schon hoch und da sind sie erst auf die Brücke. Das war überhaupt... Es haben nur 10 Leute versucht, hat er gesagt, wenn die wirklich wollen hätten, es war nur ein Zeichen zu setzen. Genau. Wenn die wollen hätten... Dann wäre das. Hätten die alle die Fähre stimmen. Genau, können. Richtig. Da waren viel zu wenig Polizisten. 1000. Genau. Die wollten halt nur reden mit ihm. Genau so ist es. Genau. Wenn richtig. Er sagt, es sind 1000 Landwirte gewesen. Ja. Und 20 Polizisten. Genau, die hätten gar keine Chance gehabt. Die haben doch schon den. 0,1. Den Bereichsleiter da ausgetauscht, der für die Polizei zuständig war, bei dem die Muffe schon ging. Der hat das gar nicht mehr geregelt bekommen. Und das Gute ist. Dass der Sippers das aufgenommen hat. Jetzt auch, ja, das ist das sehr Gute. Und alle sagen jetzt auch, diese Bauerndemos sind 10-mal angenehmer als wie die Klimakrise. Ja, richtig, richtig. Ist auch die Bauern machen Platz für den Rettungsdings. Und das sollte auch so sein. Genau, die sind auch selber meistens in der Rettung unterwegs. Die meisten Bauern, die ich kenne, die sind auch freiwillig in der Feuerwehr oder in der. Die haben mal beim Rettungsdienstfahrer sind auch viele Bauern dabei. Die fahren das, weil die eben meistens daheim sind. Ne? Die brauchen noch Leute, die dann tatsächlich auch daheim sind hier bei der Freiwilligen Feuerwehr. Speicher ist zum Beispiel, mein Nachbar, der war im Wald, der war aber meistens greifbar. Die hatten Funke, die sind dann ab. Die waren ruckzuck bei der Feuerwehr oder beim. Da sind viele Bauern ja auch dabei. Die sind ja meistens in der Gegend hier. Aber wenn jetzt einer in Trier arbeitet in der Feuerwehr, dann wie soll der denn hier hinkommen? Das macht ja gar keinen Sinn. Und deshalb, die meisten Bauern wissen ganz genau, wann da eine Rettungsgasse, wie die auszusehen hat und was und wie man sich verhält dabei. Das ist alles Käse. Oder wenn die schon sehen, dass die Kinder Angst hatten von Traktoren, also da fällt mir nichts mehr ein. Können, haben sie gesagt. Bitte? Die waren mal froh, dass sie sowas gesehen haben. Ja. Und wie viele Kinder sind mitgefahren? Ich habe mal so ein Video gesehen, da stand auf der Ampel, auf der Kreuzung standen die Traktoren, haben zugemacht. Und da kam eine Mutter mit ihrem kleinen, der hatte so einen Traktor und mit Elektro ist er gefahren. Und der hat dann mit demonstriert, der hat die Kreuzung mit zu. Ast rein. Top. Also das war überhaupt nichts. Aber ich sage mal, das ist wichtig, dass der Sievers sowas macht. Der hätte ja auch gesagt, dass der Habeck hat ja angeblich gesagt, 2 oder 3 Leute höchstens. Und er wollte ja mit aufs Schiff. Das Angebot hatte das genau, Sievers gemacht. Dass die anderen, dass wir ihn sehen, was er dann sagen würde. Und dann wären ja nur 3 Leute da gewesen. Also die 2 Vertreter der Bauern und der Sievers. Vielleicht mit seiner Frau noch, ja 4. Aber die Frau wäre auch da draußen geblieben, wenn es sein hätte müssen. Und dann hätte er sammeln können, ne? Oder oben, wie sie gesagt haben, er sollte auf die Reling stellen und dann einfach mit dem Megafon runtersprechen. Das wäre auch schon was gewesen. Der hatte einfach Schiss, der hatte keinen Bock. Und dann hieß es ja, es wäre eine Frechheit, wenn ein Politiker in der Freizeit mit sowas belastet wird. Er hat doch selber gesagt, er hatte von Amts wegen seine Begleitschutz dabei. Also war er nicht freiwillig, sondern im Amt. Sonst wären die... Freizeitlich. Genau, dann in der Freizeit sind die Amtsdinger nämlich normalerweise nicht bei ihm. Der Sicherheitsschutz und der ganze Kram. Das ist nur bei Amts wegen. Er hat immer seinen Personenschutz dabei, aber nicht die politischen Amtsdinger da, die Sicherheitskräfte von der. Ich kann nochmal bis um 9 Uhr vorspulen, sonst komm ich nicht rein. Ja, dann mach. Achso, ich mach. Moment. Dann mach du. Da sind wir doch flexibel mit der Zeit, ey. Jetzt komme ich hier nicht auf die 4 und stelle mal außerhalb von dem Ding und dann kann man die Tage mal reinschieben. So, bist du. Ja. Wo fährst du denn hin jetzt? Viehhandel. Ist das teuerste? Ja, 3,19 kriege ich immer da zur Zeit. Was machen wir, wenn wir dann... Spucken. Kann ich denn hier? Alter, was ist denn los 3,40 im Februar, im Januar. 240 und jetzt können wir 319. Ja. Also, ist das schon Silage? Weil wenn es Gras ist, dann wird der Graspreis gerechnet. Das geht noch, deswegen. Nee, hast du Silagepreise geguckt, oder nicht? Ja, ja. Ja. Das geht ja noch, deswegen.
Zeit dann ist 100% gegärt. Mal lassen. Ja, dann warten wir mal ab. Müssen wir es hier noch lassen. Genau. Ja, stell die mal hier an Seite und dann können wir sie mal an die Seite, ja. Bist du mit dem Auto mitgefahren bei der Demo? Ja. Hier, Silberstraße, Zockerbus. Ja, wir auch aufgerufen mit Autos, einfach ein Flatterband oder eine Warnweste an den Spiegel, kannst du mitfahren. Ich habe schon überlegt, mit dem Quad mitzufahren. Da wird ja gerade so gut, da wird auch Luft ja ein bisschen schneller, ne? Das Ding läuft mal gut, wenn ich Vollgas gibt, dann läuft er vielleicht 30. Aber dann hast du das Gefühl, dass wenn einer von den drei Zylindern auf Abwägen kommt, dass ich die so hochdrehen muss. Also theoretisch fährt er, sagen wir mal, angenehme 20, 22. Da brauche ich ja ewig, bis ich einfach bin, ne? Mit dem Quad bist du ja schon ein bisschen schneller unterwegs, mit 90. Das würde ich vielleicht noch machen. Oh, guter Gewinn. Ja, was hast du mal jetzt? 10.000 oder was? 20 fast. Ja, um die 20.000. Perfekt, perfekt, tippitoppi. Nur so kommen wir. Extra Zähne mehr eingekauft, wenn wir Kohle eh haben. Nur so wird Wachstum generiert. Nur so geht's. So, hier runter müsste ich nochmal jetzt nicht mehr. Das müsste eigentlich gepasst haben. Also schön war. Dann müsste ein erledigt sein hier. So, gucken wir mal. Gewartet. Ja, sie wird hier nicht angenommen. Was wird nicht angenommen? Käse. Käse? Ja, wird hier nicht angenommen. Steht hier irgendwo. Warum? Haben wir da nicht dran bin. Ach so. Ich habe gedacht, du willst Käse verkaufen. Nein. Ich werde hier angezeigt. Geht's jetzt weg? Wo ist denn hier jetzt? Da muss gewalzt werden. Alles erledigt. Oder? Sonst irgendwo? Nee, ne? Also mit meinen Farben hier, ich komme damit immer noch nicht ganz über. Unkraut sieht fast so aus wie geflügt. Feld 18 hat Unkraut und 13. 13 ist unsere Wiese, ne? Ja, aber da werde ich nicht drüber fahren. Nee, nee. So. Dann haben wir es gleich. So, ich hier die paar Ballen noch und dann, ich weiß nicht, ob 13 jetzt erntereif ist. Müsste nochmal erntereif sein, so langsam. Was ist denn 13 Wiese? Ja, ja. Da am Händler die Wiese. Ja, 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 ja. Nächsten Monat. Am November erst. Mhm. Okay. Okidoki. Nichts zu tun heute. Oder haben wir irgendwelche Aufträge? Ja, da kannst du mal gucken. Na, keine Lohnaufträge. Gar keine? Nee. Okay, mal noch gespult. So vielleicht so gut gewesen. Wie kann man was gearbeitet kriegen von uns? Wenn so teuer. Wollen wir die restlichen Ballen noch hier runter, die liegen. Wie sieht's denn aus mit unseren Schafen? Haben die auch mal Wolle gemacht oder so? Oh, keine Ahnung. Was ist schon? Ich guck gleich mal. Auf der Milch. Moi ist in Berlin, gell? Moi sollen alle in Berlin auftauchen, ja. Und ich denke mal, im Hintergrund werden die Zentraler dicht gemacht. Meinst du? Ja. Jetzt sind die ganzen Spediteure auch da unterwegs. Zumal Aldi und Lidl, denke ich mal, die werden als erstes blockiert. Weil sie die ja besser haben. Warum ist ja schon Aldi belagert, oder? Ja, ja. Ich habe das auch gesehen, da war nämlich einer, hat gesagt, der war schon
Was waren 28 Stunden auf den Beinen? Da haben sie nämlich blockiert gehabt da. Wo habe ich denn jetzt gesehen, wo sie. Was haben sie? Ah ja, Mäuse noch Busunternehmen, gell? Ja, ja. Die Bahn dran. War ja auch dran. Die Bahn ist sowieso noch dran. Ne, die Bahn ist vorbei, glaube ich. Aber die werden. Ach, das war ja diese Woche nur, genau, ja. Die werden noch hier streiken, schätze ich mal. Ja, wir haben alle gesagt. Mit dem Bahnstreik, ja, das ist ja mittlerweile normal. Ja, das ist ja wirklich, also die sind ja nur am Streiken. Also das ist aber dann nicht übertrieben, ne? Wenn ich noch doppelt verlohnen will und nur noch 35 Stunden arbeiten, das ist dann nicht übertrieben, gell? Der gleiche Lohn, für weniger Arbeit. Nee, wir wollen noch Lohnerhöhung haben. Echt? Ja, ja, ich habe gehört, Lohnerhöhung. Bei der Bahn würde ich auch nicht arbeiten wollen. Doch, ich habe mit einem gesprochen, der war früher bei der Bahn, dachte, das war richtig schönes Arbeiten. Wie es noch nicht. Wie es noch nicht noch staatlich war, ne? Ja, ja. Gut, heute brauchst du auch nicht mehr an. Nee, heute ist das ist ein Witz, da funktioniert ja gar nichts. Nee. Ich fahre mal die Milch runter zum Käse machen, ne? Oder habt ihr das schon gemacht? Dann kommt ein Schatten und Milch. Was ist denn hier? Wie viel Milch haben wir denn? Chupka unterwegs. Hier. Nicht viel. Achso, lohnt sich nicht mit dem. 900 Liter drin. Ja. So, ich hätte die Ballen jetzt alle weg, gell? Hätten wir jetzt, 7-3, Muss draußen tanken. 37 so. Ballen haben wir jetzt. Okay. 37 Rundballen haben wir jetzt. 37 Rundballen. 3.500 Liter. Nicht so schön. Also mit dem Hängerzug da reingurken. So vielleicht. Ja. Gut, der kommt aber flott. Eieiei. 129.500 Liter. Mal 300 irgendwas, ne? 300, ja. Ich kann noch bis im Januar warten mit dem Abliefern. Das ist eigentlich egal. Aber ja, weil sie eh noch reifen müssen. Hm? Müssen ja noch reifen, oder? Muss ich irgendwas singen, damit der lädt hier? Stimmt genau drauf. Wenn 42, knapp 43.000 Euro wären da dann. Wenn wir 330 Euro kriegen für die, für die Silage. Mhm. Plus minus haben wir so. 900 Liter habe ich jetzt hier drin. Soll ich die runterbringen zum, zur Kellerei? Zur Molkerei, ja. Oh, stopp, hier steht ja jemand. Hey, du Witzka. Hey, der Witzka. Ach, der Zeit muss man mal vorgelaufen. Cool, ne? 9 Uhr ist ein bisschen blöd. Nein, nein, auf 9 Uhr stehen bleiben wir. Ich wollte mal nachher mit dem Fan probieren, wenn ich da die Platte drauf mache. Wir haben ja jede Menge kleine Ballen noch, ob ich die bei den Kühen abladen kann. So, was liegt denn hier auf dem Boden? Wo soll ich denn hier abladen jetzt den Milchtank? Hier oder unten? Vorne vor. Hier unten? Oh, noch ein bisschen was. Dann lass mal stehen. Mach das schon. Mit dem Traktor oder was? Ja. Gut. So, dann mache ich mir mal das Bodending drauf und natürlich mal ein paar Ballen auslagern. Ich habe gedacht, die können wir schön bei den Kühen hier reinschmeißen. Weil die brauchen wir hinten bei den Kälbern sowieso nicht zu holen. Ein Milchtank, ist auch noch was drinnen. Ja, ja, da habe ich auch ganz am Anfang was reingeschmissen gehabt. Wo ist denn jetzt meine Maus hin hier? Hallo. Jetzt gerade Butter machen wollt, deswegen. Haben wir Sprit Diesel am Hof, ne, gell? Muss nämlich hier den Johnny tanken. Nee, ich glaube nicht. Ne, gell? Bei uns muss schon der Tankstelle fahren. So, jetzt habe ich noch 10 kleine Ballen raus. Was ist mit der großen Balle hier? Kann die wieder eingelagert werden, die hier liegt?
Ja. Gut. Meine wollte nichts mehr. Die habe ich vergessen. Dann nehmen wir mal den hier, die Lagerpritsche drauf. Komm mit dem Pickup. Mit dem Da liegt Anhänger. alles verkunst, Dinger. Schmeißt die da drüben runter. Ich hatte jetzt die Pritsche hier. Ja, die Dünger können wir nirgendwo anders verbrauchen, ne? Ah, müssen eh noch den Garten aktivieren. Oh, ja, wir haben viele hingeschmissen jetzt. Egal. Wir laden jetzt alle hübsch auf hier. Wenn ich dann noch höre bei den Protesten da, wenn manche da hinschreiben, die haben doch alle Geld ohne Ende, guckt euch mal die Traktoren an, was die kosten. Die raffen gar nicht, dass die meisten auf Pump gekauft sind oder geleast, ne? Und Also. das ist aber notwendig, ist unser Betrieb überhaupt. Ja, dass du überhaupt wirtschaftlich arbeiten kannst. Wenn das ging, würden die wahrscheinlich schon alle mit Oldtimern hantieren, ne? Aber das geht ja gar nicht mehr. Wie lange willst du denn da rumfuchteln? Selbst der Sippers hat ja gesagt, der hat ja noch einigermaßen gute Traktoren, die Deutschen. Das war jetzt nicht der letzte Schrott. Der musste auch größer werden. Die Federstedt hat ja der 681 nur noch gezogen. Und das so noch. Deswegen hat er jetzt Die Fendt alle, genau. neue Fendt geholt, ja. Ja, richtig. Und Fendt hat er auch nur genommen, weil der in Dänemark direkt daneben ist. Der Ja, braucht er weil nur er gerade billig ist. über die Grenze, dann ist er ja da. Hier, die haben doch beide hier, der Siebershusum und der Landwirt in MV, wie heißt der? Ja. Ja, die haben doch jetzt Videos gemacht, wo sie Da war nicht. erklären, die Förderung, ja, Ja, Subventionen. haben die zusammen eins gemacht, weiß ich nicht. Na, Nee, dann separat. extra, Ah, aber separat, ich das wollte gerade gleiche sagen. Thema halt, ja. Naja, ich wollte gerade sagen, weil Da normalerweise. haben viele jetzt. Ich habe davor auch schon von Ja. angesehen, was die Rechnung da durchgegangen ist. Das war gleich bei Bayer oder was. Da gibt es ja auch mittlerweile der. Wie heißt der noch? Anthony irgendwas. Die haben einen anderen Verband gegründet, weil die dem Bauernverband auch nicht mehr trauen, die Präsident. Weil der auch Ach, von der da hast CDU du. geschmiert Ja, wird. klar. Und der sagt auch, der macht das zum Beispiel, weil erst in seinem Dings ist er Pressesprecher, aber er kriegt kein Geld von dem Verband. Also der macht er im Prinzip ehrenamtlich, ne? Und sagt er, dem Bauernverband kannst du auch nicht mehr trauen, weil der auch von der CDU geschmiert wird. Ne? Deshalb wollte er sich auch einigen mit dem Kraftstoff, dass das dann eben dann nach und nach kommt, ne? Die Nummernschilder weg, aber der ist schon zufrieden. Und die Subventionen sollten dann für den Ja, Agrardiesel. Ja, das geht der nicht. Bauernverband, da kriegt er auch Geld ohne Ja, Ende. klar. Oder? Und der Und Anthony sagte. die bezahlen den Bauernverband für die Buchführung und so einen Scheiß. Ja, genau. Ein älterer Mann, ja auch noch Landwirtschaft, ja? Ja. Na gut, dann einmal mehr kriegt einer von der Buchführung, er muss dann den vollen Preis bezahlen, ja? Weil sie keinen kriegen, der die Buchführung machen will bei denen. Ja. Da hast du alle paar Jahre, 2, 3 Jahre, neuen Mann von denen, der dann kommt, der gerade eingearbeitet ist und dann sagt er, nee, ich hab keinen Bock mehr, ich geh woanders hin. Ach, deine Eltern lassen das über den Bauernverband machen. Ja, genau. Okay. Die bezahlen so Unmengen an Geld und ich würde dann aber unregelmäßig, normal 3 Monate kommen, ne? Ja. Ja, Aber das ist ja gar nichts. ich würde dann vielleicht einmal im Jahr oder dreiviertel Jahr vielleicht mal. Ja, das ist so ein Witz. Bezahlen sie da, ich weiß nicht wie viel. Das geht ja darauf an, wie viel der an Buchführung bezahlt, Ja, wie groß der Hof ist, wie arbeitet es, ja, klar. dann sagen sie auch, ja, jetzt woanders noch hingehen, ist ja auch Blödsinn, ja. Nee, das ist alles Lumperei. So, was soll ich denn machen? Dem Silber, sein Alter, hat ja mal gesagt, er versteht nicht, sein Vater, er versteht nicht, was er den ganzen Tag im Büro macht. Und da hat er dem mal gezeigt, was er alles machen muss, das ist ja Wahnsinn. Das kennt er gar nicht von früher, ne? Ja, haben sie einen Bruchteil was gemacht. Ja, der war einmal in der Woche, hat er vielleicht so. Die müssen ja mittlerweile fast Tagespläne machen. Also wie so ein Berufsschüler, weißt du, so, was sie gemacht haben und so Kram. Das ist doch Schwachsinn, sowas. Jetzt fängt an, mit der, wenn die ist ja deine
deine, sagen wir mal, in dem Sinne, wie ihr geschimpft werden, Hilfe bekommst vom Staat. Ja, Subvention. Die Subvention. Muss ja auch deine Getreidearten angeben. Ja, ja. Dann die 4% stilllegen, diese. Ja. Warum auch immer. Guck mal, die Stilllegung ist doch, das ist doch eine Enteignung. Das wäre genauso, wenn du eine Wohnung hast und du darfst 4% ja. nicht davon nutzen. Ne? Also reden die einerseits von Knappheit an Lebensmittel? An ja, Getreide, jetzt hier für Getreide halt, ja? Ja, ja. Ukraine kann nicht liefern. 4% von deiner Agrarfläche soll sich stilllegen. Ja. Im Widerspruch in sich. Ja, natürlich. Bei uns hier in dem guten Deutschland. Ja. Und dann fängt jedes weiter, du musst in jeder Agrardiesel, kriegst ja auch verblickt. Da musst du ja auch deine Scheiße abgeben. Ja. Deine Unterlagen. Musst du alles festhalten. Wieso und du dann wie. Hier mit Düngeverordnung und schieß mich tot. Genau. Und das, die Düngeverordnung, das ist ja mit dem Nitrat, da haben sie ja ganz tolles Ding geschossen. Die hatten ja die Werte angeben müssen nach Brüssel. Und überall europaweit wurde der Mittel genommen. Und in Deutschland haben sie den höchsten Wert genommen. Und es sind, da, jetzt geht das ja aufs ganze Land, wird das ausgelegt, ne? Aber, wenn du das jetzt umrechnest, es sind Länder, die haben, also Bundesländer, die haben überhaupt kein Nitratproblem. Weil die nur die höchsten Werte genommen haben. Und manche könnten locker noch düngen ohne Ende, weil der Nitratgehalt ist bei weitem nicht an der Grenze. Im Gegenteil, das ist fast nicht messbar, aber weil die den ganzen, den hohen Wert genommen haben, sind jetzt alle dabei. Und in der ganzen EU wurde überall nur der Mittelwert genommen. Das ist noch, dass wir beschissen ist. Wenn ich jetzt hier zugerüben immer dünge, gell, hier, wird dann der Ertrag besser? Normal schon, oder? Der leckt. Ich weiß es selber, weil die andere reift sind sie noch nicht da? Weil der hat nur 89% erwartet Ertrag, deswegen. Probieren wir mal. Aber was auch nicht. Pflegebereifung halt. Ne, wir haben keine Zerstörung an. Wir haben keine Zerstörung an. Das heißt. Kannst du überfahren? Ja gut, da haben wir halt. Ja gut. Der ist ja relativ breit, der Düngerstreuer, gell? Macht der Bock auch nicht mehr fett. Weil ich Spuren weg oder so. Ja, sowieso ein Ertrag ohne Ende, ja. So, weil zu berühmen. Mal schon, ja. Ja. Probiert mal aus. Haben wir keine Werkstatt hier, ne, gell? Doch, ich bin gerade da drin. Ich versuche jetzt gerade den Tankwagen da reinzuschieben. Alter, Junge. Geht der jetzt nicht ran? Wieso? Was willst du in der Werkstatt? Stell dich auf den MF hier. Die Bereifung gerade aufmachen. Ne, wir haben keine Fruchtzerstörung an. Kannst zurückfahren. Hm? Die Fruchtzerstörung ist nicht an. Achso. Ah, gut. Hab gehört, gedacht, wir hätten keine Pflegebereifung. Da hab ich jetzt schon. Ja, jo, dann machen wir. So, den Tankwagen habe ich jetzt mal in die Garage gestellt, hier neben die Werkstatt. Ja. Brauchen wir am wenigsten. So, dann tun wir mal misten. Oh, denn die Schaufel findet man leider. Jedenfalls wird es grün. Ist gut. Orange auf grün ist ja schon mal einiges, ja. Ja. 165 Kilogramm N nochmal nachdunkt. Ja, das ist doch gut.
kalt kann es hier nicht drauf fahren, oder? Noch mehr, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht mehr noch. Musst du auch probieren. Weil dir auch Kalk fehlt anscheinend, aber immer scheiße. So lange habe ich es schon heute ausprobiert. Ich meine, das wird zu spät sein. Das habe ich definitiv nicht probiert. Ja gut, kann man nicht alles probieren, ja. So, die Kühe werden wieder ausgemistet gleich. Mal gucken, ob ich Schweine auch schon misten kann. Sicher gehen. Ja, ob dort schon was ist, weiß ich nicht. So eine Nacht kannst du sagen, 3000 Liter Mist bei den Kühen. Ja, nicht schlecht. Aber ich habe jetzt die kleinen Ballen auch dahin gekippt. Dann kann man die bei den Kühen streuen. 10 oder 12 Stück, glaube ich, liegen da. Ja, besser wie nichts. Ja. Ja, aber die Kälber brauchen wir die eh nicht, die kleinen Ballen da. Die waren ja beim Spielbeginn schon da. Die weg mal. Die ganze Wurst direkt in den Miststreuer. Mit der bloß nicht noch irgendwo rumfliegt. Ja, das ist ja Quatsch, wenn ich jetzt erst auf die Mistkaule schmeiße und dann tue ich nochmal aufladen. Ne? Wenn er so das ist leer, da steht, kannst du direkt darin schmeißen. Genau. Sind über 3000 Liter. Drei Schaufeln habe ich schon. Oh, erwartete Ertrag 118 Kilo. 118% von Vorfeuer. 89, glaube ich, hast du gesagt. 96 Stunden steht hier. Das ist gut. Pro Hektar. Das machen wir dann jetzt im November, wenn die fertig, ne? Und die Wiese auch, oder was? Ja. Was? Ja. Wir haben ja noch die, das Feld 9, das müsste ja auch noch geerntet werden, aber ich glaube nicht, dass da noch reif wird. Was ist denn da dran? So, komm hier, ne, warte. Ist aber auch nächsten Monat. Alles nächsten Monat? Shit. Nicht Sorgum hier, das war, war der nochmal? Sojabohnen. Sojabohnen. 9. 5000 Liter Mist. Nächsten Monat, ja? Alles nächsten Monat. Ja, Mann. Ich denke mal, für bei den Schweinen muss ich mit dem Radlader machen, wa? Da kommt bestimmt nicht rein mit dem Traktor. Na. Keine Ahnung. Schreibt den Schisch aus. So, da können Sie wenigstens mal sagen, ich würde nur auf dem Feld rumeiern. Jetzt habe ich schon heute mal ein bisschen auf dem Hof gearbeitet. Mit einer hat gesagt, du bist ja nur auf dem Acker. Gibt es überhaupt keinen Hof bei euch? Hof hat Pause. Hof hat Pause, brauchen wir nicht. Ja, kann ich gucken, wo das beim Schweinen hinkommt, die Mist. Ich glaube, hier mit dem Kalb, das macht ja auch keine Welt. Ne, wenn jetzt, aus. Wenn du schon 118 hast, dann wird es bestimmt nicht mehr was ausmachen. Probiert mal aus. Aber ist ja egal, da kann man ja. Guck mal dann nachkalken. Ist ja egal. Hier muss ich doch wahrscheinlich mit dem. Mann, aber dann noch zu drohen. Wenn wir nichts drin haben, dann tun wir spulen. Leute, wir sind. Ja. Schauen wir mal, ob der Fleischer los ist. Was meinst du? Schauen wir mal, ob der Fleischer was steht. Schmutzig. Ich guck mal los. Kann man ja auch nicht hinspringen, weil. Du springst zur Feuerwehr und läufst über die Straße. Ja, ja, seitdem. Ja. Ein paar Kisten stehen hier, aber nicht viele. Ist die hier? Levels? Also ein paar Kisten auf den Paletten oben, oder?
Ne, die liegen jetzt davor anscheinend. Ich weiß nicht, wie die hier. Ja, die habe ich davor getan. Nur mal die Paletten weg. Die Paletten sind keine. Dann entfernen die Paletten nochmal. Welche Paletten? Bist hin zu diesen Paletten und drückst eher zu entfernen. Vielleicht läuft's ja nicht wirklich. So. Am nächsten Tag nochmal 5 Kühe hinbringen. Oder spring einmal zum Hof und schau, ob die Kühe noch drin und sind. Kann sein, dass die nicht überladen haben. Nein, gebe Kühe abladen. Soll ich die Paletten da hinstellen? Pass ja mal weg. Und die Fische denn jetzt alle dann abgegeben beim Fleischer oder sind immer noch welche übrig? Na, da müssen wir jetzt auch noch schauen, wie viel der Ofen gemacht hat. Die sind ja noch am Räuchern. Servus. Oh, da haben wir hier an Kühen. Im Viehanhänger ist nichts mehr drin, oder? Am Hof, Kühe. Steht da in der Viehanhänger? Beim Stall hinten. Nein, sieht man nicht. Die Schaufel steht. Ne, da sind 0 Stück drin. Auf in dem Steier, meinst du? Ja. Ich hätte Viecher eigentlich abgeben beim Schlacht, aber wir sind noch nicht angekommen. Natürlich. Gibt auch eine Gerberei, gell? Oder ist das deine Idee? Ist noch Verkauf. Statt. Ach, hier Lederware. Die kostet eben so viel. Wie schaut es eigentlich mit unserem Mehl aus? Haben wir da noch was drin? Mit der Schubkarre fast reinfallen, das Ding ist so eng hier. Mehl können wir eben noch schauen, ob wir das machen können. Mehr. Ich lass die Schäfer mal im Schweinestall stehen, bis die voll ist wieder, ne? Die Schaufel. Ja. So, was haben wir jetzt zu tun? Fische und Mehl. Mehl 12.000 Liter haben wir. Was soll ich mit dem Mehl machen? Womit fahren wir das? Womit fahren wir das? Da läuft noch. Weiß nicht, ob es Paletten sind. Weizen haben wir da drin. Wo ist denn der Mehl? Hier bei wo ich jetzt bin. Das ist? Mo werden wohl, ne? Nein, hier, neben dem Metzger in der Ecke da. Ja, Moment. Ich komm. Hornmühle, Mehl. Müsste eigentlich hinspringen können, oder? Also nur noch 3000 Liter Weizen drin, ja? Weiß noch, mal noch Weizen im Lager haben, ne? Ne, 400 Liter. Kann man noch malen. So. Die erste, Hafer. Was haben wir denn hier? Ja, sagen wir keine. Servus. Okay. Weizen 13 Liter. 12.000 Liter Mehl. Wo kommt das Mehl denn hin? Bäcker, der ist ober uns. Das fahrst du dann mit dem Schlepper, mit dem Anhänger oder womit? Stube. Oder mit dem Fan, mit der Pritsche. Geht auch, ne? Ich denke, ich weiß gar nicht. Paletten rauskommen oder wie? Das Säcke rauskommen oder was? Ich komme mit dem Fan dahin. Ne, die liegen in Säcken hier in so. Ja, da brauchen wir eine Plattform annehmen, aber das ist das. Ja, Plattform habe ich doch. Ich habe da eine Plattform vorne. Kleine Säcke, 25 Kilo Säcke. Ne? Muss da mal schauen, dass das nicht auflöst, gell? Ne, ich habe die Britsche drauf. Okay, ja, das ist gut. Ich komm mit dem Fan. Nee, 100 Liter. Wo haben wir denn die Pilgeanhänger? Einer steht am. Ist im Garten. Ja. Ich bring die noch mit. So.
Auto wäre es vielleicht schneller. Das ist gerade leer. Stimmt auch wieder. Da geht auch nichts drauf. Willst du nicht, Erik? Auto und Anhänger. Okay. Willst du nicht Gerste mitnehmen, Hafer noch mitnehmen? Genau, ich bring noch Gerste mit, oder? Ne, was brauchst du da rein? Was muss da reingekippt werden? Gerste oder Hafer kannst du reinkippen. Genau, dann mach ich mal die Britsche, mach ich mal noch Getreide drauf, genau, so machen wir's. Dann ist er effektiv eingesetzt. Muss ich noch gleich dran denken, dass du umbritsch. Also umtausch, die Britsche. Ach, der Gerste ist für dann für Bier zu brauen, ja. Aber was brauchst du denn jetzt wieder für den Mehl da? Dann nehmen wir das Gerste mal mit. Genau, hol Gerste mit, dann kann man ja noch ein bisschen trocknen. Dann bring ich die Gerste mit rein. Gerste, 29.000 Liter. Unser Paletten, hier liegt ja noch ein Hänger mit Holz drauf. Ein Scholz. Ja, für die Hackschnitzel, das passt schon. Ja. Warum geht denn meine R-Taste nicht hier? Witz. Schalten. X-Modus, vorne. Wie F-Modus. Umgeschaltet. Was macht eigentlich die Malzfabrik hier oben? Gerste zum Malz verarbeiten. Malz brauchen wir doch für Bier, oder nicht? Ja, da Getreideschrot für die Schweine. Wie geht das denn mit dir? Frage. Leute, Schneider. Kannst du mal gerade in den Fan hier reinspringen, ob bei dir es geht? Wo bist du denn? Bei unserem Getreidelager. Ich kann nicht R drücken. Oder ich kann R drücken und tut ja auch nichts. Gut, wunderbar, danke. Gerne. Das war's. Ja, da können wir gar nicht. Wo ist denn die Bierproduktion überhaupt? Haben wir gar nicht mehr. Na, die haben wir nicht da. Die ist aber nicht uns, gell? Ja, die kostet doch 500.000. Wir müssen erstmal gucken, ob wir Geld zusammenkriegen. Aber ich kann mir das Mehl mal holen dann. Dann machen wir damit mal weiter. Gar kein Verkauf. Machen wir Brot. Bäckerei. Also. Ja, Brot haben wir dann direkt 2.500 Euro. So. Kannst du die Säcke schon auslagern jetzt? Nee, ne? Teil liegt draußen schon, ja. Gut. Ich glaube, wenn du jetzt immer einen Sack wegholst, kommt ein neuer wieder. Und wo ist die Bäckerei? Die ist hier oben Hof. Okay, also muss ich hier zum Hof kommen. Feld 9. Alles klar. Also hier oben wieder zum Hof. Dann muss ich erst runterkommen, die Gerste abkippen. Und dann fahren wir wieder hoch. Mehl mitnehmen und hoch. Genau. Ja, das geht ja gut mit dem Fendt hier. Hast du direkt Getreide mit runtergeholt? Das sind 4.500 Euro. 4.500 Liter. 4.500 Liter Getreide. Gerste. Dann gucken, wo das war. Wo warst du denn jetzt? Bist noch da? Nee, ne? Ja. Ich warte hier auf dich. Unterhalb vom Viehhändler, ne? Muss die Säcke müssen wir von Hand laden, ja. Schmeißen, dann kommt hier ein neuer. Ja. Ja, wir laden erstmal alles voll, was ich hab. Kannst du dann auch ausstellen wieder, oder? So. Jetzt doch nur. Hättest auch lose holen können, aber macht ja keinen Sinn eigentlich. Weiß ich, ne? Ich glaub, kannst du auch umstellen auf lose. Was macht denn mehr Sinn, lose oder? Ich glaub, der Bäcker holt dir halt, glaub ich, sagt, lose. Oder
wie man mal einen Schwester. So, wo muss ich denn jetzt hin abkippen? Dann nimmst du abgesagt. Abkippen muss da hinten. Hinten, wo der Tür schon einfach reinkippen. Hier? Ja. Säcke laden. Wo haben wir die denn? Ah je, da ist ja jede Menge liegen. So, Marco. Ich glaube, da war falsch. Getreideschrot haben wir jetzt was? Da wird geschrieben, Getreideschrot gemacht. Ist wurscht. Wo wird das denn sonst abgeladen? Hier um die Ecke. Oder muss das umschalten? Nee, das sind zwei verschiedene. Ah. Ach, da unten in dem Loch oder was? Hinten, wo das Silo steht? An der Seite von der Wie an der Seite? Hier ist nichts zum Abkippen. Ah, hier! Ja. Ah, hinterm Haus. Hier sind noch zwei Ableitestellen. Kornmühlenmehl. Egal, wohin, ja, steht dabei Kornmühlenmehl. Dann nicht besser umstellen auf Loses. Das geht doch fixer, oder? Was muss man, wenn wir Backup? Ich muss irgendwas Lose abgeben können. Ach so. Das weiß ich nicht. Weiß man hier dahin. Ja, schon ein paar Säcke gewesen, also 100 Liter pro Sack. Ja. Doch nicht. Da vorne kann ich halt eben nicht gucken. Okay, dann machen wir jetzt Säcken, alles gut. Ich kann hier vorne zwar nicht festgurten, aber egal, dann kriege ich schon hin. Ja, oder Alter, kriegen wir sowieso nicht mit. Mal gucken, kann losgehen. Ja, werden über 100 Säcke drin. Nee, das wird jetzt auf einmal nichts. 100 Liter einen Sack halt. Ja, dann sind es ein paar tausend, ja. Dann mal draufschmeißen. So, jetzt haben wir hier vorne, wird jetzt gut sein. Das sind ja richtige Goldgrube. Was denn? Die Fische bringen im Höchstpreis über 8000 Euro. Oh, wie viel Kilo? Ja, 1000 Liter, aber. Micha, willst du ja besser ein Auto noch holen? Ja, 10 Kilo haben wir in einer Kiste. Wie viel in der Kiste? Alles hier jetzt erstmal mitnehmen oder? Ja, ich krieg ja nicht alles drauf. Jops, fahren wir halt dann neu nochmal oder so. Danach macht er sowieso ein anderes Mehl, deswegen. Wie danach? Oder gestern wieder gemacht. So. Ich glaube, ich fahr gleich mal los. Was ich alles verliere hier. Mal vorne hochgucken. Ja, ich hab schon richtig abgekippt. Ist richtig abgekippt gewesen? Ja, ist schon aktiviert. Warum nicht da hinspringen bei die Nägel? Und bei Bäckerei, bei Bäcker. Schon kommt ein schön springen. Springt zu unserem Hof. Du musst da hin zum Verkauf und dann kannst du hinten in den Hof reinrennen. Das Brot wird da vorne verkauft, der hier bei den zwei Frauen. Ja, ich glaube, ja, und hinten im Hof ist ja der Bäcker. Die erste Sack liegt schon am Boden.
Servus. Kann man nur ein Tor aufmachen, oder? Da bin ich blöd. Ja, wie stellt man das ein? An der ist direkt verkauft, Bäckerei, gell? No. Hier Backstube. Mehl zu Brot. Ja. Ah, er muss in eine Backstube bringen, ja, nicht in eine Bäckerei. Backstube, ja. Das ist da, wo die zwei Frauen drin stehen, oder? Bleib mal da stehen, ich komme jetzt. Wenn ich jetzt dauernd Säcke verliere hier. Hinten, ja. Dann muss ich das geben, das Mehl. Muss du Mehl und der macht er dann zum Brot. Und dann kannst du das Brot in der Backstube hier nebenan verkaufen. Nein, im Supermarkt, im Bierstübel, bei der Kirche oder im Dorfladen. Die Kirche auch? Kommt auch Brot in der. Der Pfarrer will Brot. Bei der Kirche kannst du Brot verkaufen, echt? Ja. Ja, und du kriegst Weizenbrötchen und Weißbrot und so ein Käse her. Beim Bäcker. Aber die stehen hier als Verkaufsstein drin stehen. Als Verkaufsgedönskorb. Ganz weit unten ist er. Ob wir schon Brot verkaufen können, ist ja schon mal was. Ach so, das sind die extra Dinge. Das sind andere Produktionen. Benutzen wir ja damit. Nie brauchen. Ellersdorfladen. Raiffeisenmarkt. Wo ist der Supermarkt überhaupt oben, ja? Ah, oh, Aldi. Ja. Wo ist denn jetzt die Bäcker? Wo stehst du denn jetzt? Mit dem Garten rumfahren, oder? Oder wie? Warte mal. Du fährst jetzt die nächste da links rein, da kommt automatisch hin. Die nächste links? Also hinterm Garten vorbei. Ja. Nein, vorher. Du musst jetzt vorbeikommen. Jetzt musst du die nächste links rein. Ah, hier, okay. Gesehen, ja, gell? Ja, sehe ich denn, ja. Muss dann hier hinter denen entweder rückwärts oder vorwärts erstmal, wie auch immer, rein. Fahr mal vorwärts und dann gucken wir. Ja, die möchte ich eigentlich auskippen können. Ja, ich weiß nicht, wie der annimmt. Wie die Ladezone ist. Gib mal ab und dann probier mal gerade aus. Jo, haben wir gerade. Mitverkauft worden. Ja, das sind die. Er verkauft ja schon, oder? Ja, das muss soll aber nicht sein. Verkauft er das? Ach so. Das sollte eigentlich nicht sein. Nee, das sollte nicht sein. Dann ist es hier, was steht denn hier? Aktiviert? Nee, geht gar nicht. Ach, geht gar nicht. Müssen wir in der Backstube bringen. Machen wir hinten. Nebenan, Rainer. Wo nebenan? Hier nebenan, das ist Backstube. Da die wird mal da reinschleppen müssen jetzt. Und ein Sack. Ach, hier rein, ja. So. Hier hinten rein müssen wir jetzt alles schleppen. Soll ich hier reinschmeißen irgendwie? Hier rein. Nein, wir müssen hier durchschleppen. Was für Käse. Bitte. Wie willst du denn da reinkommen? Das geht schon. Schmeißt mal den Laden rein, da könnt ihr sie ja reinschleppen, oder? Ja. Ich glaube, so viel kann man auch nicht hier rein. Gut, der Verkauf hat jetzt nicht viel gebracht, ne? 399 Liter, so viel geht auch nicht hier rein, ja.
glaube, da gehen 1000 Liter rein, erwartet. Na. Ein bisschen weiter geht die Rade. Ich möchte beide rein. Guck mal gerade, wie das aussieht da drin. Ja, da sind noch ein paar Säcke. 3-4 Säcke noch. Hier in das, ja, in das Ding rein, oder was? Na, verschwindet dann, geht er vor. Einfach da reinschmeißen, dann geht er irgendwann weg. Folge. Warum keine Säcke mehr? Ja, ja, können wir ja trotzdem reinstapeln. Stellen wir einfach hier in den Laden hier rein. Ein Liter Brot haben wir jetzt. Schmeißen einfach in den Laden rein hier. Ja, da holen wir jetzt nicht doch mehr Säcke. Doch, machen die weg, oder? Das hier ist hier, brauchen wir nur wegzuschmeißen dann. Quer geht drauf. Na komm. Die Punkte nicht irgendwo anders Sinn machen. Die Abladepunkte. Naja, ist ja so eigentlich wie gemacht werden müsste. Ja. Ne? In die Säcke schleppst. Aber die rein können nicht alle. Da haben wir immer hier stehen keine freie Kapazität mehr, ne? Na, es verschwindet. Das verschwindet. Also, okay. Auch nicht so gut. Schaut jetzt wieder weg. Hm. Okidoki. Weit hoch, Mann. Guck, wie weit fliegen. Das kostet gut mit der rechten Maus, dass du reinschießen. Geht nicht. Macht er nicht bei mir, ey. Schau so, blub. Weg ist er. Ja. So. Soll ich schon wieder runterkommen? Dann laden wir nochmal neu, oder was? Ja, ich würde sagen, holen noch einen an, oder? Oder bring den, hier liegt noch ein Sack rum, oder bring das Auto mit. Steht denn unser Auto? Beim Generei. Hier liegt doch noch ein Sack, ne? Ja, tu hier rein. Am Hof, okay. Bei der Kühlung. Da ist Fisch drin, ja. Schmeißen runter. In die Kühlung, oder was? Einfach nur reinstellen, ja. Aufnehmen tut das ja nicht. So, ich wollte doch Getreide. War doch Getreide drin, Gerste, ja, ne? Ja, könntest du noch mitnehmen. Genau. Bisschen, macht mal, ich guck gerade. 25.000 Liter kannst du mitnehmen. Ah je. Ich krieg schon nur 5.000 mit, 4.500. Und das kippe ich dann hinten rein. Ne? Das fahr ich dann hinten in die Kornmühle Mehl, ne? Jawohl, jetzt war's. Ja, ich weiß aber Gerstenmehl, wofür das benutzt wird. Ja, genauso fürs Brot. Gerstenbrot. Aber hinter der Halle steht aber, wenn ich da drüber fahre, steht da Kornmühle Mehl. Ja, ja. Das andere ist ja Getreidebrot. Nee, wo ich eben hinten drauf war, gefahren bin. Ja, das war das andere. Alter, wieso geht die Taste denn nicht hier? Gibt's doch nicht. Diese wird angenommen. Alter. Oh, ich hab mal einen schönen Überflug gemacht. Wäre komisch, wenn der Käse wieder im Kuhstall verschwindet. Ja, soll ich da füllen? Ja, ich will mal gerade gucken, wieso geht das denn da bei mir? Ja, hier mein Auto hat einen Überflug gemacht. Objekt aktivieren. Wo
steht so. Er denn jetzt auf seinem Hof? Ja. Geht nicht. Müssen wir mal reinspringen, komm. Defend. Was steht denn bei euch in der Tastenbelegung? Welche Taste ist das? Die R? Ja. Ja, ja, wie nennt ich die Taste? R. Nee. Es gibt ja auch Unterlenker hoch, gibt auch R oder weiß der Geier wo. Gerätefunktion, irgendwas? Nee, ne? Ne, normal nur unter. Wie nennt ich den Begriff? P-Kupplung, Licht, Kamera geht auch nicht. Arena, das ist auch das Nötigste, Arena-Scheiße hier. Gibt hier keine kleine Anhänger mit Autoload, ne? Ne. Die Säcke zu laden vielleicht. Ah, es geht glaube ich nicht. Hast du was gefunden in der Tastenbelegung, wie die heißt? Mal schauen. Ich habe jetzt Objekt aktivieren, R. Interagieren ist nix. Und streicheln ist R. Und sonst habe ich Bremsen. Hier steht nur nichts von Laden, oder? Abkippen ist I. Was ist bei dir Gerätefunktion 3? Was hast du da für Buchstaben stehen? Was für Funktion? Gerätefunktion 3. Steht bei mir Z. Z. Auch bei dir Z, okay. Und Saatwellen Z. Ja. Entladen des I. Keine Ahnung. Internet eingestellt werden, gehört richtig. Und bei dir ist auch zweimal erst nur bei Hund streicheln und Objekt aktivieren. Ja. Okay? Ist auch nicht. So, da gucken wir mal, ob ich hier was finde. Objekt aktivieren. Oh, und jetzt hier so viel Säcke, ey, auf einmal. Machen wir das mal. Speichern. So, und probieren wir, ob ich das jetzt könnte. Ein bisschen auskippen. Nee. Ja, dann war sie doch nicht. Das war sie da nicht. Dein Abkippen, wo ich eben abgekippt habe, nicht hinter die Mühle. Oder? Ja. Was ist denn jetzt hier los? TS weg. Was soll denn dieser Schmoren?
So. Bist du schon mit dem Auto unterwegs, Micha? Menschen am Laden. Oh, natürlich, ich komme. Ich hab voll geladen. Ich fliege. Weiß zwar nicht, wie viel ich jetzt drauf habe, aber. Kommen denn noch Säcke? Noch 7000 Liter da drin. Ja, ist ja geil. An Mehl. Haben wir schon ein paar tausend Liter Brot. Das ist gut, das kriegt richtig Kohle. 8000 pro 1000 oder wie? Oder wie viel war das? Kam? 1000. Pro 1000 Liter Das Brot. Brot, ja. Das schon. Mit 2.500. 10 Brote müssen wir bestimmt schon fertig haben mit dem Mehl. 3.049 Höchstpreis. Ja, und 10 Brote ist bestimmt, wenn das Mehl alle weg ist. Das reicht nicht, waren mehr wie 10 Säcke. 1000 Liter waren da drin. Brot, wenn nicht. 2.600 Euro. Die 1000 Liter, oder hat schon falsch gelesen? Falsch da. So, ich habe ihn noch drin. Ich bin. Soll ich dir helfen noch laden? Wenn du willst, ja. Ich kipp hier nochmal ab, ne? Du, 1600 Liter weit, schon. 1600 Liter hab ich dabei. Entspannen, Mehl. 7200 Liter sind noch drin. Aber es ist noch nicht durchgelaufen. So, 2700 Liter drin. Können wir die von oben reinschmeißen? Hier geht das. Jetzt kommt noch hier Gerstenmehl. Okay. Steht das? Gerstenmehl. Hat was umgestellt, oder? Aber wie? Achso, wollte beide. Wollte sie erstmal Gerstenmehl. Ja. Weizen ausstellen, ist ja gerade eben. Was? Weizen ist ja leer, oder? Der ist noch 2700 Liter drin. Achso, dann aktiviere ich, das ist leer. Was brauchen wir denn jetzt für das Brot? Weizen oder Gerste? Ist egal, glaube ich. Ist egal, passt beides. Ah, beides an. Ah, ein bisschen mehr. Du weißt ja nicht, ob da Unterschiede gemacht wurden. Wo ist denn die Schubkarre? Im Stall bei. Nee. Da im Stall bei der Milch, glaube ich. Da steht die Schubkarre. Da in der Ecke. Ist er die Fahrbahn? Ja. Ich denke mal, weil wir jetzt beides aktiviert haben, vielleicht, wa? Keine Ahnung. Naja, egal. Mehl ist Mehl. Gib Kohle. Ja. Das ist eigentlich cool, ne? Wenn man da auch mit anderen Sachen mal, außer mit den üblichen normale Sachen, Geld verdienen kann, ne? Meinst du mit normalen Landwirtschaft? Ja. Das ist ja bei der Hof Bergmann, ist ja der gut, ja. Dass die das schon immer so haben. Ne? Ich hab den Rücken schon weh, weil ich dauernd gehen die zwei Rohre hier laufen. Ohne Kilo ist auch nicht gut eigentlich. Hä? 100 Kilo? Das geht in den Rücken, ne? Ja, aber das sind keine 100 Kilo in realen, glaube ich. Das haben wir früher an der Uhrkette getragen. Kilo, sowas. Vorne ist 25 Kilo steht da drauf. Ach ja. Ich hab hier vorne aber fast voll, ja. Achso, was hast du denn? Ich glaub, das reicht doch bald, wa? Hier eine ganze gut draufladen, noch ein paar Säcke. Du kriegst ja bei dir auch angezeigt, wie viel du geladen hast. Ja.
Vorne, glaube ich, ja. Bei der Anhänger nicht? Nee. Na komm, ich höre. Ich stecke hier noch einen drauf. So. So, ich glaube, du hast 2000 Liter, 3000 Liter, mehr haben wir noch 2000 drin. Und bleib doch oben, du Scheißding! Fahren wir bei der Bäckerei. Ja. 8 Stunden. Gleich da. Ja. So. Was machen wir? Was ist denn hier der Bäckerei? 8 Liter Brot haben wir jetzt schon. 2600 Liter habe ich angeblich vorne drauf. Wie viel? 2600. Kannst halt lose holen, ja? Kannst dich umstellen in lose und Sack Waren, glaub ich, geht gar nicht. Ich könnte vorne die Britsche, könnte ich jetzt lose machen. Ja, aber geht ja nicht. Willst du denn da reinkriegen? Eine Schocker? Nee. Nicht unbedingt. Da geht er mit den Säcken besser. Ja, der Schubkarre kommst du hinten nicht rein. Aber ihr könnt das jetzt alles vorne hinschmeißen, das reicht auch. Weil hinten ist eh voll. Vorne hin weggeladen, ne? Mhm. Laden wir mal aus. Guten Tag. Bring Mehl für euch. Die Zutaten verwendet. Ah, fuck, schon wieder ein Sack runter. Mist. Das ist blöd, dass du hier vorne nicht bündeln kannst. Triss. Ja, hör auf zu hupen. Schon eine Ladung verloren. Siehst du das dann nicht? Ich habe irgendwo gelesen, ist da ein Bäcker, glaube ich, der hat gesagt, er bedient keine Grünen mehr und keine, die die Regierung unterstützen. Na gut. Das ist natürlich blöd, cool. da wird keiner zugeben, dass er grüne wählt, gell? Ja. Oder wenn er gescheit ist, hört er in den Gesprächen vorher zu, wenn einer sich sagt, ah, die macht das schon alles richtig, dann, oh, tschüss. Und tschüss. Du kannst gehen. Ja, du kriegst gar nichts da. Gut, aber ist ja auch nicht, ja, die feine Englische ist nicht, aber gar nicht. Nicht förderlich für den Bäcker. Eigentlich nicht, ne. Ja, guck mal, bei der Spedition, ey, 85% Maut mehr, muss man reinziehen. Das ist ja nicht Steigerung, das ist ja Wahnsinn, ne. Und hat die 19 auf 34 Euro oder so, glaube ich. Oder Cent, glaube ich. Ja, 19 war aber nur, wenn du die Euro 6, glaube ich, hast. Ja, oder... Euro 5 ist ja noch teuer. Wir hatten einen, der hat verleiht von der Grenze bis Trier, hat er über 1,20 Euro gekostet. Damals. Mhm. Das muss man wegstecken, ne? Das war ja schon einiges, gell? Ach, Leute. Mal die ist da. Komm, ich schmeiß das rein. Mhm. Oh, okay. Das ist ein Tor, das hab ich jetzt an. Ist halt nur so schlecht durch die Tür. Geh einfach vorne links in die Ecke, schmeiß mir rein, ich schmeiß ja nicht hinter hier an. Ich meine, die muss man ein bisschen vorfahren. Stapeln wir mal ein bisschen. Ich komm durch die Tür nehmen. Ich hab mal ein bisschen vorgefahren. Bestes Mehl aus heimischer Produktion. Ja. Bestes Mehl aus Hof Bärschmann.
spreche Male. Kriegt noch mehr, wenn du wollt. Alter, was ist denn jetzt? Hast du den? Entschuldigung. Da hol du ihn. Okay, dann hol ich den nächsten. Nächste Woche geht weiter mit dem Mehl reinbringen. So, ja, stimmt. Schon. Ist schon wieder 10 Uhr. Gut, meine lieben Freunde, das war's soweit mit dem Mehl reinbringen. Machst du noch die Karre aus und den Traktor? Ja, ich fuhr hier noch gerade rein, dann haben wir den Rest, ja. Ach, herrje. Das war ja ein Arbeit. Junge, Junge, Junge. Wenigstens was anderes mal, also außer Feldarbeit. Richtig. Ab jetzt geht's richtig ab. Richtig Kohle gescheffelt, ohne Ende. Jetzt machen wir richtig Kohle. So, wen haben wir denn, der online ist? Agrardings. Agrarsascha ist online, ja, genau. Der war online, hab ich gesehen. Gut, dann würde ich sagen, dann nimmt dann Agrarsascha für die Grüße mit. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Oder ihr guckt Samstag, dann seht ihr das von heute auch nochmal. Samstag 12 Uhr. Genau. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss.